Wir alle wissen, bei politischen Entscheidungen steckt immer mehr dahinter, als man uns weismachen möchte. Das war schon immer so und wird vermutlich auch immer so sein. Aber was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass es nicht nur ganz andere Gründe gibt, ganz oft für Entscheidungen, als man uns sagt, sondern dass es auch ganz wichtig ist zu verstehen, dass viel Ideologie dahinter steckt und dass gerade zur Zeit die Ideologie immer mehr an Macht bekommt. Und was mit dieser Ideologie immer einhergeht, ist politischer Aktionismus, weil man möchte ja die Entscheidungen im Hintergrund der Ideologie so schnell wie möglich umsetzen, damit ja keine anderen Stimmen laut werden und damit die ganze Sache so schnell wie möglich über die Bühne geht. Das heißt also, alle möglichen Konsequenzen, die die Folge der eigenen Entscheidung sein können, werden ausgeblendet. Man steuert auf das vorgenommene Ziel hin. Egal, was die Kollateralschäden sein werden und egal, ob das auch wirklich sinnbringend ist. Hauptsache, dieses Ziel, das die meiste Zeit ideologisch angehaucht ist, wird erreicht. Und genau das sehen wir aktuell bei den Grünen. Es geht nur um das Erreichen ideologischer Ziele. Und das, was ich aktuell konkret ansprechen möchte, ist das berühmte 9-Euro-Ticket in Deutschland. Auf den ersten Blick hin eine gute Idee, aber eine gute Idee bleibt halt einfach nur eine gute Idee, wenn sie schlecht umgesetzt wird oder wenn die Voraussetzungen für diese Idee noch gar nicht vorhanden sind. Denn die Grundidee dahinter, mehr Öffis zu verwenden, gerade wenn es keinen Unterschied macht, ob man den PKW verwendet oder nicht, das ist ja eine gute Sache. Ich spreche natürlich nicht von den Menschen, bei denen es keine andere Alternative gibt. Dass man dann diese Menschen fertig macht, ist ja nur ein weiterer Schritt hin Richtung Spaltung. Auch hier sollte man natürlich den Weg der Freiheit gehen. Jeder soll für sich selber entscheiden, wie er reisen möchte. Das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Aber wie gesagt, wenn es keinen Unterschied macht und die Menschen auch bereit sind, öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden, dann warum nicht? Und wir alle wissen ja, was dabei herausgekommen ist. Im Juni, Juli und August können wir alle für nur 9 Euro im Monat den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland nutzen. Die Tür vorne rechts geht nicht mehr zu, ich komme auch nicht raus. Und genau dieses 9-Euro-Ticket hat sich eben schon über 7 Millionen Mal verkauft. Der Nerv liegt los. Ich habe Zahlen, ich glaube, wahrscheinlich werden sie gerade minütlich höher. Wecken wir alle Fahrgäste, die derzeit in den Gängen, in den Türen, in den Eingangsbereichen, auf den Treppen zu den Obergeschossen der Fahrzeuge stehen, sofort diesen Zug zu verlassen. Der Zug wird so nicht weiterfahren können. Man sieht, dass es einen großen Zulauf gibt. Voller Zug ist wie jetzt, dürfen wir nicht weiterfahren. Und es ist so viel möglich mit einem günstigen ÖPNV. Wenn nicht genug Leute freiwillig aussteigen, müssen wir den Zug leider teilräumen lassen. Prinzipiell keine schlechte Idee, gerade weil die Menschen sich das Leben nicht mehr leisten können. Aber wenn die Infrastruktur nicht da ist, ein Angebot zu machen, das nachweislich, und das hat man ja jetzt in der Realität gesehen, dafür sorgen wird, dass das ganze System an den Rand des Kollaps gebracht wird, das ist für niemanden zielbringend. Und gefährlich ist es übrigens auch noch nebenbei, weil wenn so viele Menschen dicht gedrängt aneinander stehen und nur eine einzige Person versehentlich auf die Schienen kommt, dann ist das Malheur natürlich riesig. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für das große Thema der Energiepolitik. Auch hier setzt man sich große Zeitrahmen, in denen alles fertig sein muss. Die Energiewende muss bis dorthin absolut abgeschlossen sein, egal ob die Infrastruktur bis dorthin da ist oder nicht. Und über die sozialen Auswirkungen solcher Entscheidungen macht man sich scheinbar überhaupt keine Gedanken, denn die gibt es. Weitreichende Konsequenzen sind immer die Folge solcher großen Entscheidungen, aber man sieht nur das eine Ziel, man möchte den einen Kennwert erreichen und ignoriert dabei, dass es sich hier um eine gesamtgesellschaftliche Thematik handelt, die man auch gesamtheitlich sehen und angehen sollte. Und genau das ist das Problem. Selbst wenn die Grünen alle 10 Jahre einmal eine gute Idee haben, wird diese miserabel umgesetzt, weil es muss jetzt sofort sein, so schnell wie möglich muss das Ziel erreicht werden. Es geht um Ideologie, es geht um politischen Aktionismus und über die weitreichenden Konsequenzen der eigenen Entscheidungen macht man sich natürlich keine Gedanken, denn man lebt nicht in dieser Realität, in dieser bitteren Realität, in der jeder andere leben muss. Man lebt in dieser Regierungsblase voll wohlhabender Staatsverdiener. Tja, so ist das leider in Mitteleuropa im Jahr 2022. Ich wünsche euch wie immer alles Gute. Schreibt mir noch in die Kommentare, seht ihr auch diese Entwicklung hin zu immer mehr Ideologie, immer weniger Pragmatismus und hin zu politischem Aktionismus ohne Ende? Schreibt es mir in die Kommentare. Meiner Meinung nach wurde hier absolut versagt. Die Grünen versagen in der Realpolitik. Die können nur herumtheoretisieren. Kommt noch auf Telegram für richtig freie Meinungsäußerung, abonniert den Kanal und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.